Das Spiel des Bergischen HC gegen SC Magdeburg. Halbzeitstand 15:14, Endstand 29 zu 29, Endstand 33:36 nach Verlängerung für den SC Magdeburg. Herzlichen Glückwunsch, ich schaue nach rechts. Bitte in den Kommentaren zum Spiel. Herr Wiegert, wie haben Sie das Spiel erlebt? Haben Sie sich so, so sehr intensiv vorgestellt? Hallo, und guten Abend erstmal. Ich habe das eigentlich wirklich, Stabil kann das noch ein bisschen bestätigen, in der Art und Weise erwartet. Das ist ein Pokalspiel. Ja? Ich habe nicht erwartet, dass die Tabellensituation dieses Spiel widerspiegeln wird. Wir haben gestern den Bergischen HC treffen können, nach unserem Training, wir haben es vorbei. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der Bergische HC das genießt, aus der Bundesliga mal entflüchten zu können und ein Pokalspiel machen zu können in der Atmosphäre. Dementsprechend habe ich schon damit gerechnet, dass das eine Partie auf Augenhöhe wird, wo Kleinigkeiten, kleine Fehler zum Schluss entscheidend sein werden. Klar, ich hätte es mir auch ein bisschen weniger nervenaufreibend vorgestellt. Das ist Handball. Das ist Handball. Wir hatten zum Schluss, glaube ich, einfach mehr noch draufzusetzen. Haben unseren Kader genutzt, die Breite des Kaders. Vielleicht hat das zum Schluss den Unterschied ausgemacht. Trotzdem möchte ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Sie haben, auch wenn das manchmal nicht so sehen mag, über die komplette Spielzeit plus Verlängerung die Nerven behalten, den Kopf behalten. Ich hatte schon das Gefühl, in einer Halbzeitpause eine Mannschaft vor mir sitzen zu haben, die etwas enttäuscht war über ihre Leistung. Wahrscheinlich hat meine Mannschaft auch gedacht, wir führen zur Halbzeit mit 3-4 Toren und dann wird das ganz locker nach Hause geschaukelt. Hatte dann wahrscheinlich vielleicht auch etwas Angst, das gegen den Baum zu fahren. Und hat sich da aber gut rausgekämpft. Ist im System geblieben, ist systemtreu geblieben, ist in Stresssituationen nicht ausgebrochen, haben weiter an den Plan gedacht, geglaubt auch vor allen Dingen. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden heute und freue mich natürlich riesig jetzt auf morgen. Das wird natürlich ein riesen Highlight für uns, für den gesamten SC Magdeburg. Ich freue mich super für unsere Fans, die uns hier fantastisch unterstützt haben, dass sie morgen noch ein Spiel von uns mit Magdeburger Beteiligung sehen dürfen. Vielen Dank. Aber auch Seppel, herzlichen Glückwunsch zu der Leistung. Aber ich wusste halt auch, dass der Bergische HC hervorragende Handballspieler hat. Deswegen keine Überraschung. Aber herzlichen Glückwunsch zu dem Kampf. Ich glaube, das war gerade für Zuschauer, für uns beide vielleicht nicht, ein interessantes Handballspiel. Danke. Herr Wiegert, vielen Dank. Dann schaue ich direkt nach links. Herr Hinze, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erst nochmal Glückwunsch nach Magdeburg, nach hartem Kampf dann, nach der Verlängerung sicherlich verdient weitergekommen. Ja, haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, da bin ich sehr stolz auf die Jungs, ja, unseren Plan behalten, auch wenn wir am Anfang die Lücken zu groß gelassen haben gegen das Parallelspiel von Damrat und Bejak, haben wir das immer enger bekommen. Björgi hat dann von außen Paraden eingestreut und so wurden wir immer sicherer in der Abwehr. Haben es im Angriff gut aufgezogen, auf den Punkt gespielt, gute Abschlüsse gehabt und haben dann in der zweiten Halbzeit eine Phase, wo wir nicht gut reinkommen. Und das ist eigentlich die größte Leistung von meiner Mannschaft heute, dass wir es schaffen, hier im Pokal-Halbfinale in der zweiten Halbzeit nochmal zurückzukommen, in Führung zu gehen und mit dem letzten Angriff dann die Chance zu haben, hier die Sensation zu schaffen. Das ist schade, dass wir es da nicht geschafft haben, das hätten wir uns alle gewünscht. Und haben dann in der Verlängerung die Unterzahlsituation nicht mehr so gut gespielt wie in den 60 Minuten. Ist uns noch ein Wechselfehler passiert und dann ist das in 10 Minuten zu viel, um das aufzuholen. Und deswegen gehen die zwei Tore, drei waren es dann am Ende dann in Ordnung. Danke. Hey, so vielen Dank. Dann machen wir direkt beim Manager weiter. Bitte, Ihr Kommentar zum Spiel. Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass beide Halbfinalspiele heute ein großartiges und leidenschaftliches Plädoyer für den Handballsport waren. Also diese Spannung, diese Dynamik, dieses Tempo, die Begeisterung auf den Rängen, verbunden mit der vortrefflichen Organisation hier, das war wirklich Handball vom Allerfeinsten und wir sind stolz darauf, dass wir ein Teil davon sein durften. Bei aller Enttäuschung möchte ich dem SC Magdeburg selbstverständlich gratulieren zum letztendlich klappen, aber verdienten Sieg. Und wir waren jetzt zum ersten Mal dabei und man
darf uns nachsehen, wenn wir sagen, unser Hunger ist jetzt noch nicht gestillt. Wir würden gerne nochmal wiederkommen. Dankeschön. Ich sage auch danke. Schlusswort gehört Steffen Stiebler. Herr Stiebler, bitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ja, ich dachte, wir haben letztes Jahr schon alles erlebt, was man so erleben kann. Man hat gesehen, Pokal hat wirklich seine eigenen Gesetze. War ein unglaubliches Spiel mit Höhen und Tiefen und ich glaube, wir sind wieder gealtert um 3-4 Jahre. Der Bart ist sicherlich wieder ein bisschen grauer geworden. Letztendlich sind wir natürlich froh, dass wir morgen die Chance haben auf eine Revanche gegen Flensburg und versuchen ab jetzt eigentlich uns schon wieder auf das neue Spiel vorzubereiten. Und ich möchte mich auch einfach nochmal bei unseren Fans bedanken, die wieder wahnsinnig Stimmung gemacht haben. Und ich freue mich einfach auf das Spiel morgen. Dankeschön. Dann gebe ich das Wort ab an Sie. Fragen bitte. Immer häufig geschrieben. Kamera besser jetzt? Ich sehe Sie so schlecht, bitte. Was war der Plan für den letzten Angriff in der regulären Spielzeit? Ja, wir waren ja in Unterzahl, haben Feldspieler gewechselt, wollten mit eigentlich in den letzten 2-3 Sekunden dann den Abschluss haben, wollten die lange Kreuzbewegung über Gudi spielen. Der Plan war, dass Gudi schießt, das haben sie verteidigt, dann hat Arno sich den Schuss genommen. Wie gesagt, das war der Plan eigentlich so, mit einem Pass mehr. Mir lieber gewünscht, auch für Gudi, der ein überragendes Spiel gemacht hat nach seiner Verletzung, jetzt hat 3 Monate keinen Handball gespielt. Nee, länger. Und kommt jetzt zurück und macht ein Bombenspiel. Es wäre schön gewesen, wenn er den Abschluss reingenagelt hätte. Spielt er nach außen und Arno nimmt sich den Schuss. Ja. Weitere Fragen? Bitte. Bringt Ihr Torhüter immer so gute Leistungen im zweiten Durchgang? Ist in einer sehr guten Form, auch in den letzten Wochen. Ja, also es war sicherlich so, dass wir dann von 1-2 Sachen profitiert haben. Das eine ist die Torwartleistung und dass Fabian Gutbrot, als er kam, dann einfache Tore gemacht hat, die uns sehr, sehr gut getan haben. Plus dann die Paraden von 6 Meter und von außen von Björgi, der 7 Meter kurz vor Schluss, der uns die Chance dann gibt, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Das waren sicherlich entscheidende Faktoren. Ne? Zum Spiel keine Fragen mehr. Dann gibt es unter Umständen Fragen zum ersten Spiel noch, beziehungsweise zur Pressemitteilung, die wir verbreitet haben. Ist das richtig oder reicht Ihnen die Information, die wir Ihnen abzukommen lassen? Erst einmal. Martin, bitte. Ja, ich habe eine Frage dazu. Gibt es denn die Möglichkeit, dass die Entscheidung Auflegung der Stadt auch am Feld ist? Nein, der normale Verlauf ist, Andreas, vielleicht sagst du was dazu, Andi. Der normale Verlauf ist, dass innerhalb von 3 Tagen jetzt ein Einspruch eingelegt werden kann von der SG Flensburg-Handewitt, auch von den Rhein-Neckar-Löwen. Und das ist nicht damit zu rechnen, dass die Entscheidung jetzt vor Montag fällt, das heißt, vor morgen fällt. Das heißt, der Spieler ist für morgen vorläufig gesperrt, wird also nicht antreten können. Und das ist mit den Clubs auch so besprochen. Nachfragen dazu? Dann bedanke ich mich und dann würde ich sagen, wir machen Einzelinterviews. Herzlichen Dank und bis morgen. Dankeschön, schönen Abend.